Hier ist Ronja und wir haben mehr Post gekriegt. Es sind relativ viel, man sieht es nur nicht, aber es ist relativ viel. Und ich dachte, wir könnten ja mal wieder ein kleines Wir machen meine Post auf Video machen. Wow, ha? Übrigens, ich habe ein paar Sachen schon aufgemacht, damit wir dieses Mal nicht so strugglen. Damit wir dieses Mal nicht so strugglen mit den Öffnungen. Also würde ich sagen, fangen wir mal an. Ein Brief mit Lichter. Mit dieser Zeichnung, so erkennt man es hoffentlich. Sehr cute. Vielen, vielen Dank. An die liebe Anna. Oh mein Gott. Ja, holy. Das war crazy. Warte, ist es das? Leonie hat ein Bild gemalt, was wirklich gut ist, okay? For real? Also, klar, das sieht jetzt merkwürdig aus wegen den Knicken. Da ist die Perspektive verdreht. Und dadurch sieht es merkwürdig aus. Aber, legit, ich habe das aufgemacht und war so, holy, das ist crazy. Ich war, also, okay, vielleicht sieht es vom Gesicht her nicht unbedingt aus wie ich, aber ich habe ein Foto auf Instagram. Da oben ist mein Instagram übrigens. Oder ich blende das Foto ein. Oder eins von beidem. Da ist ein Foto. Das ist alles überbelichtet. Okay. Da ist jedenfalls ein Foto von mir, wo ich ziemlich genau so aussehe. Und es ist crazy. Leonie ist ein Künstler. Künstlerin natürlich, Entschuldigung. Sehr faszinierend fand ich das. Und vielen, vielen Dank dafür. Von Sarah, das lese ich sogar vor. Du hast dir gesagt, man darf dir Briefe schicken. Darum schreibe ich dir einen Brief. Ich bin Sarah, ich bin 13 Jahre alt und schau dir die. Das ist super cute. For real, ich freue mich voll, wenn ich Briefe oder sowas von euch kriege. Das ist super, super niedlich. Ich bin... Ah, da freut man sich irgendwie voll, weil normalerweise assoziiert man das ja nicht mit Menschen. Man sieht ja immer nur die Zahlen. Von wegen, okay, das Video wurde jetzt mehrmals angeklickt oder eher nicht so. Aber du siehst nicht den Menschen hinter dem Klick. Jedenfalls hast du es nicht so präsent im Kopf und ich rede ja auch mit einer Kamera und nicht mit tatsächlichen Menschen. Und dann ist sowas irgendwie immer voll, ich weiß nicht, voll cool. Das hier ist ein Umschlag, das ist ein adressierter Rückumschlag. Gute Arbeit an Anna. Da kann ich nämlich, wenn ihr irgendwas wollt, dann müsst ihr mir unbedingt einen adressierten Rückumschlag, vorfrankierten, adressierten Rückumschlag schicken, denn sonst kann ich euch leider nicht antworten. Von jemandem, der auch Ronja heißt. Das finde ich auch immer witzig, weil ich habe das Gefühl, als ich aufgewachsen bin, hatte niemand wirklich den Namen Ronja. Also ich war die einzige Person, die ich kannte. Mein Bruder war der einzige, den ich kannte, der Justus heißt. Und mittlerweile gibt es irgendwie mehrere Leute, die dann sagen, oh, ich heiße auch Justus oder ich heiße auch Ronja. Und das ist irgendwie voll, I don't know. Ich finde es witzig. So, oh, hier hat jemand Billy gemalt. Und auch noch jetzt. Das ist niedlich. Und dann ist hier ein Brief, der ist nochmal extra zugeklebt. Und ein adressierter, frankierter Rückumschlag. Ich finde, sehr gute Arbeit. Vielen, vielen Dank, Ronja. Es ist merkwürdig, seinen eigenen Namen zu sagen. Okay, wen haben wir noch? Wir haben, Priority. Ding, ding, ding. Ich habe voll den Ohrwurm von dem Lied und es hört nicht auf und es ist voll furchtbar. Und ich will... Ah, furchtbares Leben. Wir haben einmal einen Rückumschlag, eine selbst ausgedruckte Autogrammkarte. Was ist das? Coupon Repons International. Dieser Schein kann in allen Mitgliedsländern des Weltpostvereins eingelöst werden. Sein Wert entspricht dem Mindestentgelt für den Versand einer gewöhnlichen Vorrangsendung. Oder eines gewöhnlichen Luftpostbriefes nach dem Ausland. Ah, okay. Ah, das ist, weil der kommt aus Österreich. Deswegen Ausland. Interessant, okay. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Oh mein Gott, und voll der lange Brief. Warte. Ah, nee, doch nicht voll der lange Brief. Ich dachte, es wären mehrere Seiten. Ein normal langer Brief und noch eine Zeichnung dazu. Es tut mir leid, wenn ich übrigens nicht alles zeigen kann, was ich so bekommen habe. Ich gucke mir alles an und ich werde auch, wenn ihr mir einen Rückumschlag, schickt, sobald meine Klausurenphase fertig ist, mich einmal hinsetzen, alles beantworten. Das heißt, wenn ihr bis jetzt auch noch keine Antwort bekommen habt, wundert euch nicht. Ich bin gerade eigentlich mitten im Klausurenstress und habe leider nicht so viel Zeit. Deswegen fallen hin und wieder auch Videos aus. Wie gesagt, ist ein bisschen ein Fortschritt, aber
Ich bin bald fertig. Ich bin am 15. Februar meine letzte Klausur schreiben und danach habe ich endlich Zeit. Nee, am 20. Februar. Ich bin am 20. Februar meine letzte Klausur schreiben. 15. wäre schon morgen, das wäre belastend. Genau, am 20. ist meine letzte Klausur. Danach bin ich fertig. Danach habe ich Zeit und kann Dinge tun. Können wir vielleicht, wenn ihr Lust habt, können wir auch mal livestreamen. Also schreibt mal in die Kommentare. Wollt ihr einen Livestream? Ja, nein, gemischt. Dann können wir das sicher mal machen. Hätte ich voll Lust drauf. Hier habe ich ein Phoenix-Fanart gekriegt. Sorry, Phoenix vorbei. Aber, sehr niedlich. Sehr niedlich. Vielen Dank. Dann, hier haben wir. Oh. Hier haben wir noch mein ganzes Paket. Hier haben wir eine gemalte Figur. Ich glaube, die gehört dazu. Seht ihr das? Die hat ein Schild. Okay, man sieht das voll nicht. Die hat ein Schild in der Hand, wo drauf steht, richtig Ronja-Skin. Dann haben wir einen frankierten Rückumschlag. Oh ja, das ist von der gleichen Person. Ich erkenne die Schriftart. Dann haben wir einen Brief, der voll süß ist. Kannst du bitte mehr Phönix machen? Das wäre echt super. Phönix ist so cool. Es tut mir leid. Leider kann ich das nicht. Für die, die das nicht wissen, ich bin nun auch im Besitz eigener Autogrammkarten. Die sehen so aus. Kann man das sehen? Ja, kann man. Wunderhübsch. Ich habe drei als Beispielkarten mitgekriegt, damit ich es in einem Video zeigen kann. Der Rest ist nicht bei mir. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, oh, dann schick uns doch eine Autogrammkarte zurück. Sorry, kann ich nicht. Aber falls ihr, ich habe jetzt hier einen Merch-Shop und falls ihr da was bestellt, kriegt ihr zu jeder Bestellung eine Autogrammkarte dazu. Der Link ist einmal entweder hier eingeblendet oder in der Beschreibung. Also, falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Wie gesagt, da könnt ihr diese schicken, tatsächlich dann auch unterschriebenen, nicht wie meine Beispielkarten, schicken Autogrammkarten dazu kriegen. So, genug Eigenwerbung. Ich bin immer voll fasziniert, wenn Leute dieses dicke Papier haben, wo man sich einfach denkt, holy moly, das ist wertig, okay? Das fühlt sich wertig an. Und dann, warte, haben wir einmal hier eine Zeichnung und ein YouTube-Icon. Und ich finde es auch voll süß, manchmal sind auf den Bildern noch so Beschreibungen drauf und oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. An Sarah. Dankeschön, Sarah. Von Jolene. Jolene hat ein kleines Schwert gebastelt. Und Fun Fact, als ich das aufgemacht war ich so, oh, ein Bogen! Und dann irgendwann ist mir klar geworden, dass es eine Pickaxe ist und habe mich gefühlt wie der größte Idiot. Und eine Pickaxe. Und ein kleines Fanart von Flotops und mir. Und nochmal eins von meinem Avatar-Gesicht. Vielen, vielen Dank, Jolene. Hier haben wir die Brief-Fanart-Kombi von Maximilian. Oh. Ich finde es schön, wie einfach alles so überbelichtet ist, dass ihr gar nichts seht. Das finde ich gut. Das macht mich froh. Sophia hat ein Bild von sich mit drangehängt, damit ich weiß, wie sie aussieht. Das ist sehr süß. Ein Rückumschlag. Dann kriegst du auch. Wenn ihr Rückumschläge schickt mit Briefmarke drauf und sowas, dann kann ich euch gerne irgendwas unterschreiben und zurückschicken. Nur leider, ich habe, wie gesagt, ich habe nur drei von den Autogrammkarten. Deswegen kann ich euch keine davon zurückschicken. Aber hier ist noch ein Bild dazu. Vielen Dank, Sophia. Aber falls ihr irgendwas anderes unterschrieben haben wollt, jetzt keine Shirts oder sowas, weil ich glaube, die mit der Post zu verschicken, wird ein bisschen unpraktisch. Aber so, Papier. Keine Ahnung, dann mache ich das auch. Celine hat viele Sachen in den Brief getan. Einmal das hier. Oh! Na? Ja, sie hat mit so Regenbogenstift geschrieben. Ich hatte das auch mal. Wir hatten früher, das waren so Buntstifte, wenn man die gedreht hat, war das dann eine andere Farbe. Ich fand die voll cool. Ich war voll fasziniert davon. Ich war irgendwie. Du konntest ja gucken, dass du eine spezielle Farbe schreibst. Und ich fand immer, das sieht so cool aus. Okay, ich will jetzt hier den Brief nicht unbedingt inhaltlich so viel zeigen. Oh, sie sagt im Video vorlesen, dann darf ich. Kann man das sehen? Das sieht so cool aus, oder? Ich fand das so cool immer. Ich war voll fasziniert davon. Das und ich habe auch eine Sache gekriegt, die war auf Diddle-Papier geschrieben. Und dann war ich nur so, oh. Same. Ich hatte auch. In der Schule bei uns war das ein Ding, okay? Da hat man Diddle-Papier gehabt. Und teilweise hat man das getauscht. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber als ich in der Grundschule war, hat man
Diddle-Papier untereinander getauscht. Ich hatte nicht so viel, weil ich jetzt nicht so invested in Diddle war. Aber wir hatten auch Diddle-Papier und wir hatten dann halt so Blöcke und dann hat man halt eine Seite von einem gekriegt und hat dafür was von sich gegeben, damit jeder möglichst viel Diversität zu Hause hatte. Und ja, das war irgendwie voll cool. Warte, dann lese ich den Brief noch vor, wenn ich ihn jetzt schon gezeigt habe von Celine. Liebe Ronja, ich gucke deine Videos schon von Anfang an und ich finde, du bist die beste YouTuberin auf der ganzen Welt. Vielen, vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Bringst du ein Singleplayer-Projekt raus? Ja, kommt bald. Was war dein Lieblingsschulfach, als du in die Schule gegangen bist? Bio. Ich habe Bio geliebt. Ich habe Bio dann irgendwann auch als LK genommen, weil ich es voll interessant fand. Ich bin super, super froh, dass ich jetzt an der Uni auch was machen kann, was mich interessiert. Und da kommen dann teilweise noch Sachen vor, die wir dann so ein bisschen in der Schule angefangen hatten. Und dann ist man so, ah, nice. Was ist dein Lieblingsfilm, deine Lieblingsserie? Die Zurück in die Zukunft Trilogie ist meine absolute Lieblingsfilmreihe. Meine Lieblingsserie ist Vampire Diaries. Da habe ich auch gerade zwei Kumpel von mir zugezwungen. Nein, die machen das natürlich freiwillig, das mit mir zu gucken nochmal. Sie haben wirklich Spaß. Der eine sieht die ganze Zeit so ein bisschen tot innerlich aus. Der andere meinte, er findet es tatsächlich gar nicht schlecht. Kann ich ein Autogramm haben? Moment. Du hast einen frankierten Rückumschlag gesendet, wie ich sehe, also selbstverständlich. So, das war's aber auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt gerne einen Daumen hoch. Und schreibt, wie gesagt, einen Kommentar, wenn ihr einen Livestream wollt. Dann sagt laut ja. Oder schreibt vielleicht bitte sowas wie ja, ich möchte, dass du streamst, weil sonst ist das vielleicht schwer zu erkennen für mich. Ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!